Achtung! Das nachfolgende Video dient einzig und allein zur Unterhaltung. Keine der im Video getroffenen Aussagen ist ernst gemeint. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Meine geliebten Nahtzufallen 4 Freunde, willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Heute nämlich sind wir mal wieder in der Vergangenheit. Im Jahr 1945, um genau zu sein, und auch in der Vergangenheit, was Nahtzufallen 4 angeht, denn ihr seht das wahrscheinlich auch schon. Wir sind in der Spielversion 1.6, die ist aus dem Jahr 2019, das ist in der Zwischenzeit über 3 Jahre her. Nee, Quark, wir haben 2023, das sind schon 4 Jahre her. Die Zeit vergeht, Alter. Ist aber schon 2023. Ja gut. Das Ding ist nämlich, dass die Mod, die wir heute spielen, halt eben leider 4 Jahre alt ist und nicht mehr geupdatet wurde. Aber ich finde die total cool. Denn diese Mod, und ihr seht es auch schon, die sorgt dafür, dass wir die letzten Sekunden des Deutschen Reichs erleben. Oder auch nicht, das ist dann gleich die Frage. Und ihr wisst ja, ich liebe Challenges und so ein Gedöns, auch wenn da oben 1936 steht. Wir gehen einfach mal davon aus, es ist 1945 und die deutschen Truppen sammeln sich für eine letzte Verteidigungsschlacht um Berlin. Und ich werde euch zeigen, was für ein unfassbar guter Spieler ich bin. Wir werden das Ganze nämlich machen, indem wir erstmal alle Divisionen auflösen. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie das funktioniert. Das ist nämlich ganz einfach, da gibt es einen Trick. Denn allein durch meine Anwesenheit und meine Autorität weigern sich nämlich die alliierten kommunistischen Truppen uns anzugreifen und ich werde jetzt die Zeit nutzen, die wir hier haben, unser Reich wieder aufzubauen und... Ja gut, aber immerhin, wir sind wieder eine Republik, wir sind wieder groß. Also jetzt auf ein neues, dieses Mal machen wir es natürlich mit Truppen. Ja, und ich sag mal so, es war relativ easy, wir mussten dafür nicht mal das Spiel endpausieren. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen und... Nein, Spaß. Also, jetzt for real. So, wir haben jetzt insgesamt bei Start 101 Divisions. Das ist übrigens die Downfall-Mod. Die Mod, wie hier schon zu sehen, ist natürlich aus dem Jahr 2019. Deswegen müsst ihr auch die Spielversion 1.6 nutzen. Und es ist auch eher eine Joke-Mod. Aber ich will mal wissen, wie weit wir unsere Limits pushen können und ob das hier wirklich möglich ist, noch zu gewinnen. Ohne zu cheaten natürlich. Und wenn ihr noch Ideen habt für Challenges, coole Mods kennt, dann gerne ab damit in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr gleich noch den Daumen nach oben drücken. Das sorgt dafür, dass ich hochmotiviert weitere coole Ideen um die Tat umsetze. Ansonsten schauen wir uns mal... Oh Gott, das gibt noch nicht mal das Rauszoomen. Oh, das Spiel ist so alt. Das ist so alt. Das ist so, oh Gott, aber es ist schön, dass wir einfach wirklich 1936 starten, einfach nur mit einer anderen Karte. Das finde ich schon relativ interessant eigentlich. Frage ist halt auch, was fokussierst du jetzt? Oh, es gibt noch Landdoktrinforschung, ich verreck. Alter, das ist ja Jahrhunderte her, dass ich das gesehen habe zuletzt. Auch interessant, wir haben unsere Schiffe noch, die liegen in Häfen, die nicht mehr uns gehören. Ich bin gespannt, ob das überhaupt funktioniert oder ob die Mod ein paar Mal abstürzen wird im Laufe des Runs. Das kann nämlich auch passieren. Ansonsten, die Leute kennt man noch alle. Ich finde es auch schön, dass Hearts of Iron oder ein bisschen Paradox hier nichts geändert hat in den letzten Jahren. Wir haben halt fast keine Industrie mehr. Das ist der größte Nachteil, dass wir kaum Produktion haben werden. Aber, und das ist das andere, wir sind jetzt zwar mit allen im Krieg, aber die haben ihre Startdivisionen alle in ihren Startgebieten. Das bedeutet de facto, wir können jetzt eigentlich, ich probiere das jetzt mal kurz so aus, ich möchte das mal kurz sehen, wir können jetzt eigentlich einfach mal just for fun in alle Richtungen stark expandieren lassen, gucken, wie weit wir kommen. Denn bis die nämlich hier angekommen sind, können wir einen Großteil unseres Kerngebiets schon mal zurückerobern. Ja, ja, noch geht's, noch taugt's. Ich hab, vielleicht sollte ich das manuell angehen, wir schauen mal. Luftwaffe haben wir aber keine. Ich habe auch keine Flughäfen, so, so haben wir einen, aber wir haben auch gar keine Flugzeuge. Also Flugzeuge haben sie mir alle geklaut, die Geier. Aber erster Push war okay. Darauf können wir aufbauen. Würde ich jetzt mal sagen, wir pushen ein bisschen weiter Richtung Emden und Richtung Norden hoch. Das sind Franzosen mit italienischer Flagge, auch interessant. Ich überlege übrigens die ganze Zeit, ob das jetzt schwieriger ist als Endsieg 1945 oder einfacher. Könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Ich glaube tatsächlich, dass es sich nichts gibt. Also ich glaube, dass es machbar ist. Also wir werden es sehen, aber ich weiß nicht, ob es schwieriger ist. Ich bin auch so ein Smart-Ass, Alter, statt dass ich mal ein paar Leute einstelle, die für mich arbeiten. Ne? Nee, nix, Mama. Haben wir schon extra die Punkte auch dafür? Hat die Niederlande keine Soldaten oder... Stimmt, wir haben... Oh... Oh. Lol. Ganz vergessen, das gibt noch gar nicht diesen nervigen Lade, es ist tortisiert, wie das Scheißding immer heißt. Wir können einfach einen Coup machen in den ganzen Ländern. Geil. Geil, geil, I love it. Wir können quasi Bürgerkriege auslösen. Das ist in unserem Fall sehr... Oh, wir haben natürlich jetzt schon 23 Tage verschwendet, aber ist super nice natürlich.
Mit dem Laderesistenz-DLC geht das ja nicht mehr, da musst du das über Spione machen und es funktioniert eigentlich überhaupt nicht mehr so wirklich. Hier geht's aber noch problemlos, man braucht nur ein bisschen Zeit, weil ein bisschen Zeit ist bei uns auch relativ, wobei die Niederländer ja keine Soldaten, also ich finde es interessant, wir können ja einfach entspannt durchpushen, was ich sehr interessant finde, aber wir sehen es halt nicht, wir haben halt, die haben fast keine Divisions, ich weiß halt nicht, ohne Witz, ich hab, what the fuck? Hä? Okay. Alles klar. Digga, die Franzosen einfach stärkste Weltmacht, Alter. Was ist denn da los? Das könnte durchaus zu Problemen führen langfristig. Und das ist so viel Micromanagement, was sie hier gerade betreiben, weil die Truppen sich quasi von unseren Feinden durchgehend immer umherbewegen. Also wir sehen jetzt ist hier oben wieder mehr Platz, weil die halt aufgrund meiner immer wachsenden Front versuchen zu reagieren. Und jetzt befindet sich ein Großteil der Truppen aktuell im Zentrum, während der Norden und der andere Norden... Nordwesten ein bisschen vernachlässigt werden an Truppen aktuell. Also Nordost und Nordwest. Und im Norden haben sie generell gar keine Truppen. Also gut, Dänemark, wer will schon Dänemark verteidigen? Das Ding ist halt, wir können unsere Küsten nicht verteidigen. Das ist der Nachteil. Wir haben einfach keine Truppen für sowas aktuell. Aber was ich traurig finde, dass es mit diesen Frontlinien besser funktioniert als in der aktuellsten Spielversion. Das ist schon ein bisschen traurig, paradox. Haben sie scheinbar irgendwann was kaputt gemacht in den letzten 3 Jahren? 4 Jahren? 4 Jahren. Ohne Witz, die Zeit vergeht. Ey, ich war echt so krank. Ah, unser erstes Bauernopfer, die Niederlande, hat kapituliert. Dann haben uns auch gleich wunderschöne Johnson-Waffen gegeben. Dankeschön, dankeschön. Bin ja eigentlich auch irgendwo versuchen einzukesseln, aber es ist auch nicht so einfach aktuell. Jetzt haben sie ihre gesamten Truppen nach Belgien verlagert, weil sie Angst hat, nachdem die unbedeutende Niederlande gefallen ist, dass jetzt die unbedeutenden Belgier fallen könnten. Okay. Wird schon seinen Sinn haben. Bin mir sicher, die wissen, was sie treiben. Ganz bestimmt. Ja, Verluste 72.000 zu 350.000 kann ich generell mit leben aktuell, bin ich zufrieden. Aber das Problem ist halt auch, wir sehen das, wir haben 100 Divisionen gegen knapp 1.000, also wir haben das Zehnfache an Divisionen. Plus die hämmern aktuell doch vor allem hier in unseren frisch eroberten Gebieten ein bisschen gegen unsere Verteidigungslinien. Ja, wir können den Versuch ganz offiziell als gescheitert betrachten. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum. Warum ist das jetzt gescheitert? Ich kann nicht sagen, warum. Weil ich hier oben versucht habe, meine Truppen hinzuschicken, aber das hat nicht funktioniert. Weil die Truppen sich hier quasi geweigert haben, in diese Angriffslinie hinzuzukommen, habe ich dann quasi panisch versucht, Sachen zu machen. End vom Lied ist, meine Front hat sich komplett aufgelöst, weil die Truppen die ganze Zeit panisch im Kreis rennen. Ihr seht das. Die rennen hier. Ich reg mich gerade so auf. Ich liebe das Spiel. Habe jetzt glücklicherweise noch ein Save vom 1. März. Mal gucken. Jetzt hat es komischerweise funktioniert, mit dem Front zu weisen. Ganz komisch. Also keine Ahnung, was hier das Problem schon war. Gut, ja klar, Armee-Innovationen sind natürlich wichtig. Man könnte natürlich jetzt aber auch erstmal hergehen und versuchen, die Wirtschaft aufzubauen. Nee, also irgendwie bin ich auch hier unzufrieden. Das klappt nicht ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Problem ist einfach, dass wir so früh zu dem Zeitpunkt nicht so eine große Front verteidigen können. Wir sehen ja, wir haben hier allein an der Stelle 200, 300 Divisionen, die hier gegen uns stehen. Das lässt sich leider nicht ganz so einfach verteidigen. Lieber doch das nächste Mal versuchen, etwas kleiner anzufangen. Ja, und manchmal ist es halt einfach besser, wenn man etwas defensiver spielt, so komisch das auch klingt. Wir brauchen halt auch vor allem Leute mit guten Defensivwerten, ne? Wir müssen viel verteidigen, das heißt, wir brauchen Generäle, die einen hohen Verteidigungswert haben. Also alles unter 3 ist eigentlich nicht so ideal. Okay. Und auch unser Feldmarschall hat 3-4, ist auch wichtig. Haben jetzt auch gleich ein Save hier gemacht an der Stelle, weil... dass ich auf alle Fälle hier weitermachen kann, dass ich nicht jedes Mal alles neu machen muss. Übrigens, bei den Chief of Army nehmen wir Armee-Organisation, weil ich finde, Organisation ist erstmal wichtiger als Angriff, weil wir rein theoretisch auch Geschwindigkeit hätten nehmen können. Nee, können wir gar nicht, ist Armee-Innovation fehlen dafür noch. Da natürlich Infanterie-Experte ist immer nice, Angriff-Verteidigung, Recovery ist auch wichtig in unserem Fall. Und dann nehmen wir jetzt einfach noch den Logistiker mit rein. So, und wir machen das dieses Mal ein bisschen anders. Und zwar gehen wir ein bisschen defensiver an die Sache ran. Also wir werden schon versuchen, ein bisschen Gebiete zu erobern. Ne? Aber nicht wahllos dieses Mal. So, dann schauen wir, ob mein Plan aufgeht. Ist halt die Frage, macht es Sinn, jetzt direkt alles zu erobern oder nicht halt? Ich bin mir da echt unsicher. Auf der einen Seite, ja, wir haben gerade mega viel Zeit, weil die Truppen weit verstreut sind. Und der Großteil ist hier. Also, Digga. Einfach alles ist da. Aber die Frage ist, macht das Sinn? Da bin ich mir halt echt unschlüssig. Okay, Dänemark hat kapituliert. Damit haben wir hier oben an sich grünes Licht. Das Einzige ist, wir müssen hier eine Verteidigungslinie halten. Digga! Bleib doch bitte hier stehen. Also manchmal regt mich das schon auf, was sie hier treiben. Ich weiß ja nicht. Ich glaube immer noch, dass es zu groß ist. Das Ding ist zu groß. Also wir verteidigen aktuell, aber ich glaube nicht, dass wir hier überall standhalten können.
solche Stellungen hier werden relativ bald nachgeben. Verluste 32.000 zu 220.000, das ist fast auf dem Stand wie letztes Mal. Das Problem ist, ich kann nicht mal groß Truppen rotieren, weil das einfach überall angegriffen werden. Wir haben nirgends quasi irgendwo eine Lücke oder ein bisschen Platz, wo wir ein bisschen Einheiten abziehen können. Aber hier wäre es gerade, aber das ist, ein bisschen, glaube ich, ein bisschen kleiner noch bleiben. Ich glaube, das ist sowas in dem Rahmen. Oder vielleicht sogar hier hinter dem, hier der Fluss, hier so Berlin um den Dreh und dann hier oben das ganze Obern. Ich glaube, das ist fast noch etwas sinnvoller. Also, wir haben 150.000 Mann verloren, die haben 1,14 Millionen Mann verloren. Die meisten dabei Sowjets und Frankreich. Das sind schon faszinierende Zahlen eigentlich. Die haben einfach schon über 10% ihrer Armee verloren, 20% fast schon. Also sagt, was ihr wollt. Aber ich glaube, wir haben es doch geschafft, uns zu stabilisieren. Bin mal gespannt, wie lange das gut geht. Ah gut, nebenbei haben wir natürlich noch unsere Kuhs laufen. Die brauchen allerdings noch knapp 200 Tage. Sowohl hier als auch da. Und ich überlege, ob wir eventuell sogar noch eins in Italien machen. Achso. Ach, lol, geht ja gar nicht. Die sind ja schon... Die sind ja schon, lol. Naja, gut. Jo, wäre auch mal interessant zu wissen, warum mir das noch keiner gesagt hat, dass er schon Skills hat, der Boy. Ne, defensive Doktrin haben wir schon. Wir nehmen noch Ambusher mit rein. Also, ach, Dings halt verteidigt. Ach, Hinterhalt, Mann. Nehmen wir halt mit rein. Die haben einfach alle Punkte, Digga. Wollt ihr mich verarschen? Guerilla Fighter, Ambusher, saugeile Sachen. Wurde das damals nicht angezeigt? Oh, Scavenger ist auch nice, natürlich, dass man ein bisschen feindliches Equipment klauen kann. I like it. Ansonsten Guerilla Fighter immer nice. Einfach wegen dem besseren Eingraben. Natürlich auch hier Ambush geht nicht. Ach gut, müssen wir nochmal warten. Dann warten wir nochmal. Haben sie es doch nochmal geschafft, ein bisschen vorzupushen. Haben sich hier die Provinz in Brandenburg geholt, was mir natürlich gar nicht gefällt. Denn Brandenburg gehört mir. Wenn wir die Schlachten ein bisschen anschauen, was die Verluste so angeht. 5000 zu 300, 5000 zu 300, 1000 zu 0, 1600 zu 0. 7700 zu 33, 2300 zu 22, 1600 zu 0, 1600 zu 0. Gut, die Franzosen kämpfen wahrscheinlich gegen Mumien oder gegen Vogelscheuchen und kriegen selbst dann auf die Schnauze. Ah, es gibt keine gigantischen hier 7000 zu 22. Alter, das ist eine KD, ne? Alter, zieht's mir die Hausschuhe aus, Alter. Aber es ist nicht so, dass man so fette ist mit 50 oder 100.000 Todesopfern auf einer Seite. Schade eigentlich. Also das Ding ist, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Ich habe, also bei Endsieg, ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt schwieriger ist. Ich glaube, dass sich beide Mods nichts geben. Bei Endsieg hast du halt das Szenario, dass du halt quasi generell am Ende des Krieges bist. Du hast relativ viele Truppen, Millionen Mann im Feld. Ich glaube, 3 Millionen oder so um den Schnitt. Während du jetzt hier halt quasi deutlich weniger Truppen hast und du hast halt gar nichts. Du hast keine Industrie, keine Wirtschaft, null. Also ich weiß nicht, ich glaube, Endsieg hat vielleicht sogar fast ein bisschen einfacher als die Mod. Auf der anderen Seite, hier hast du halt Gegner, die noch nicht stark sind. Du hast halt deutlich, ich glaube, bei Endsieg waren es 12 Millionen Manpower, die gegen dich stehen. Mehr Fabriken, also von daher, ich weiß es nicht. Also beide Mods haben ihre Vor- und Nachteile, was das angeht. Hab mich gerade eben aufgeregt, warum wir so wenig Fabriken hier haben. Aber hier an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle, die meinen Kanal unabhängig von Werbeeinnahmen finanzieren. Das sind Kanalmitglieder und Leute, die mir hin und wieder ein paar Spenden da lassen. Großes Dankeschön auch nochmal an euch, dass ihr hier mich so derart noch extra zusätzlich unterstützt. Gesehen, dass wir einfach noch die Mefo-Bills zurückzahlen mussten. Digga, ich habe die keine Sekunde genutzt. Was für Scheiß zurückzahlen, Alter? Warum muss ich für etwas zahlen, was ich nicht genutzt habe? Ist doch Betrug. Man sollte auch mal gucken, was man noch für Optionen hat. Wir können auch Desperate Defense mit reinschallern. Defense plus 20%, Entrenchment Speed plus 50%. Richtig juicy. Richtig juicy wäre auch ein Bürgerkrieg in den Vereinigten Königreichen. Wie gesagt, es geht auch gar nicht darum, dass der erfolgreich ist. Es geht einfach nur darum, Truppen abzuziehen. Ablenkung, Verwirrung, Terror, Hass, Zerstörung, Krieg, Vernichtung. Ja, sonst geht's mir gut, keine Angst. Wollt ihr die totale Vernichtung? Digga, ich baller Desperate Defense rein und es klappt auf einmal nicht mehr. Da will ich mich jetzt verarschen, macht mal keinen hin. Faxen hier jetzt. Reiß dich mal zusammen, Alter. Seit wann stehen die eigentlich vor Berlin? Frag für einen Freund. Das Wichtige ist halt auch, dass wir eben auch die Ideologie boosten. Denn wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist es so, je stärker die Ideologie, ne, umso stärker ist dann auch der Bürgerkrieg. Also quasi, wenn wir jetzt hier keinen Faschismus haben, ist es ein total lächerlicher Bürgerkrieg. Aber wenn der Faschismus stark ist, dann haben wir natürlich einen deutlich stärkeren Bürgerkrieg. Das ist wichtig. Ist ja auch ewig her, deswegen bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war so. So, Hermann Göring, Werke sei Dank, haben wir jetzt mal ein paar Zivilfabriken, die wir nutzen können, um was zu bauen.
Nehmen wir es übrigens bei den Buben, habe ich Charismatica noch mit reingenommen. Verbessert nochmal die Recovery Rate von der Organisation, was schon mal immer noch ganz nice ist natürlich. Ihr wisst ja, Organisation ist das Wichtigste, was man eigentlich haben kann. Ansonsten haben wir nochmal ein paar Leute mit neuen Skills. Ich finde es ja eh total faszinierend, weil wir doch auch wirklich, muss ich sagen, zwischenzeit schon übelst die Imba-Generäle uns gezüchtet haben. Die haben schon alle Level 6 in der Zwischenzeit. Ja, alle Level 6 auf dem Weg zu Level 7. Ach, hier war es doch gerade alle. Hey, wo ist die Übersicht denn? Ja, ich habe kurz die Front kaputt gemacht, Alter. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht in die Hose geht, deswegen. So. Morgen ist es soweit. Sowohl hier. Oh. Okay. Zumindest in Frankreich gibt es einen Burgerkrieg. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt gleich abläuft. Also wie der ausschaut, wie groß der sein wird. Wie stark der sein wird. Oh ja. Von den Franken. Ach so, Leute. Stimmt, ich habe ja in Russland gemacht. Ich Trottel. So, aber das Gute ist... Ja, 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 ist ja kein Solo-Challenge oder ähnliches, deswegen, Oh Gott, sind die schwach, Alter. Boah, hör auf, Alter. Oh, komm, noch keine Chance. Die haben doch keine Chance. Aber gut, der einzige Vorteil ist, dass jetzt hier sofort Panik ausbricht bei denen. Und zwar richtig viel Panik. Das versuchen wir zu nutzen. Bei dem in der U-Bahn. Die Frage ist nur, wollen wir da wirklich dann auch die Elbe überqueren? Wo ist die Elbe? Das ist nicht die Elbe, Krabbe, das ist die Weser. Ich weiß, meine Güte. Ich trigger euch aber immer so gerne. Also einmal rüber über die Isar und dann schießen wir sie nieder. Okay, ich sollte aufpassen, was ich sage. Könntest du bitte mal ein paar Gebiete zurückerobern, die sie mir geklaut haben, die Ratten. Bremen ist übrigens auch wieder in deutschem Besitz. Und das geht jetzt hier auch gar nicht irgendwie darum, dass wir halt jetzt hier irgendwie durch diese Bürgerkriege, dass wir da jetzt halt irgendwie große Unterstützung haben. Ne, darum geht es nicht. Es geht einzig und allein darum, dass die jetzt hier ihre gesamte Armee abziehen müssen, weil sie einfach in ihrem eigenen Hintern auf einmal ein Geschwür stecken haben. Darum geht es hier. Ich weiß wieder, was ich so sehr gehasst habe an der Version, dass 1000 Nationen den ganzen Tag in den Krieg gerufen werden und du dann wieder 5 Sekunden übelste Lags hast, während das Ganze gemacht wird, weil das Spiel mit einer Engine aus dem Ersten Weltkrieg entwickelt wurde. Ey, ich sag's euch, das ist eine Qual. Die Performance ist so grottenhaft schlecht, dass mir fast schon schlecht werden würde. Übrigens, meine Freunde in Frankreich haben kapituliert und meine Freunde in Russland sind auch gleich weg. Bin ich wieder allein, 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 allein. Ja, mexikanische Junta ist auch da. Wird jetzt wahrscheinlich keine allzu große Hilfe mit ihren paar Divisionen, aber pff, ja, wir schauen mal. Willkommen im Bündnis mit euren 10 Divisions. Viel Spaß gegen Mexiko mit ihren deutlich mehr Divisions. Aber vielleicht sind die aktuell in Europa, schauen wir mal. Leute, wir farmen die alle, ich schwöre, wir farmen die so hart. Wir haben schon 7 Millionen von denen beiseite geschafft. Plus, wir rekrutieren natürlich durchgehend weiter Einheiten, denn wir haben kaum Verluste, wir verlieren kaum Ausrüstung. Plus, wir klauen den Ausrüstung. Das ist so geil, Alter, ich sag's euch. Und dafür empfiehlt sich auch die Maintenance Company, denn die sorgt dafür, dass wir eine bessere Equipment Capture Ratio haben. Und das deckt natürlich, ne? Mit jeder Stufe gibt es da wieder ein bisschen extra. Und je höher die Stufe, desto mehr Equipment klauen wir. Auch übelst nice. Vor allem, wenn man gegen tausende Gegner kämpft. Millionen Gegner, sorry. Wir klauen ihnen quasi ihre Ausrüstung und bauen damit unsere eigene Armee auf. Und da empfiehlt sich dann auch wieder dieses Combat-Lock hier, ne? Hier oben dieses Fenster. Gibt es auch in der neuesten Version, keine Bange. Und dann sehen wir zum Beispiel, im letzten Monat haben wir den 2500 Infanterie. Also müssen wir überlegen, wir haben die von 5600 Verlusten, haben wir 2500 geklaut. Jetzt können wir mal zurückgehen auf 6 Monate zum Beispiel. Haben wir... Okay, es ist besser geworden in letzter Zeit. Das war jetzt nicht so viel in den letzten 6 Monaten, aber jetzt halt in den letzten Monaten da. Also jetzt richtig geklaut, Alter. 5000 Waffen haben wir. Gut, Support Equipment, nicht so viel. Ein bisschen Artillerie. Das ist halt seltener, das Zeug. Aber trotzdem, 24 Panzer. Na, wisst ihr, das ist der Shit. Und wenn wir das da buffen, boosten, weiter erforschen, dann kannst du so viel Zeug klauen. Das ist so geil. Deswegen haben wir hier zwar auch generell ein paar rote Zahlen kurzfristig, aber alles in allem stabiles Plus. Und damit können wir halt neue Truppen ausbilden. Und das müssen wir auch, um zu gewinnen. Ansonsten gewinnen wir nicht, ne? Das Problem ist, meine Taktik funktioniert nur, wenn sie mich angreifen. Aber es ist so, dass sie mich kaum angreifen. Hin und wieder ja, aber die großen Angriffe haben nachgelassen, leider. 8,5 Millionen Verluste. Hätten jetzt schon gerne 10, 20 Millionen gehabt. Ja, der britische Bürgerkrieg. Der britische Witz, das trifft's wohl her. Geil, mit 2 Divisions. Leider hat das Problem, weil die viel zu schwach waren. Da war viel zu wenig Faschismus am Werk. Das wird bei Russen genau das gleiche sein, leider.
Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass die Ausrüstung mal weniger wird, aber irgendwie wird die Ausrüstung bei denen nicht weniger. Ich weiß nicht, was das läuft nicht, wie ich es mir vorstelle. Aber wir haben die 10 Mille geknackt. Wir haben eine 20er KD aktuell. Das ist ganz gut. Ich schwöre, gerade überlegt, ob Post Hitler zu machen. Das ist erst vor den Lulz, aber ja. Das kann ich alles gar nicht machen. Das ist doch alles Quark hier, Alter. Was wollt ihr von mir? So, der amerikanische Bürgerkrieg. Ich wünsche euch ebenfalls viel Glück, meine Freunde, mit euren zwei Divisionen. Ich lade dich nicht mal ins Bündnis ein, Alter. Das spare ich mir. Das ist so eine Zeitverschwendung. Wir haben jetzt unseren Diebstahl von Ausrüstung verdoppelt von 5 auf 10%. Ja, und wir haben auch direkt deutlichen Zuwachs. Wir hatten zum Beispiel vorhin nur über 100 Panzer geklaut. Auch Support Equipment, Motorized Artillery, alles schön snackle die Deckel lieb. Vor allem, wenn wir mal gucken, ne, wir verlieren. Ne, okay, zieht euch mal rein. Wir verlieren 1000 Infanterie. Wir cappen 9000, macht einen Gewinn von 8000. Das gleiche Support Equipment, ne? 137 gecapped, 47 verloren. Ne? Und dann gibt es immer so Leute, die verstehen dieses System nicht, ne? Und die schreiben dann so: Ja, warum hast du denn so viel Ausrüstung? Du hast doch gar keine Industrie. Ich verstehe das Spielprinzip nicht nach 20 Jahren. Da habt ihr das Spielprinzip. Ah, 12.800 gecapped, 100, 240, 85. 60. Einzige, was leider ein bisschen schlecht ausschaut, sind Panzer aktuell. Da haben wir ein Defizit, als andere machen wir Gewinn. Ist so geil. Das ist so geil. Einfach 33.000 gekappt, 10.000 verloren. Das Ding ist, ich hasse Bürgerkriege in der Zwischenzeit, weil die unfassbar performance-raubend sind. Aber sie helfen auch nicht wirklich was, außer dass halt kurz an der Front ein bisschen Luft ist. Mal gucken, ob wir es dieses Mal nutzen können, weil es direkt vor der Haustür liegt. Also verlusttechnisch 600.000 zu knapp 20 Millionen Mann, aber wir müssen jetzt reagieren und ich beginne auch gerade mit Einkesselungsmanövern, wie hier zum Beispiel, wenn das klappt, ist schon halb GG. Und hier, wir haben in der Zwischenzeit maximal erfahrene Truppen, komplett ausgerüstet, nochmal upgegradet, auch mit Anti-Air in der Zwischenzeit drin. Wir haben Anti-Air mit drin, wir haben Artillerie drin, die Divisionen sind super drauf. Und jetzt beginnen wir halt mit der eigenen Offensive und wenn wir das hier schaffen, die einzukesseln, dann ist geil. Aber es zieht sich gerade noch ein bisschen. Ja, das sieht dann so aus. Es ist nicht ganz so viel wie erhofft, aber wir haben hier um die 200 Divisionen eingekesselt. Wir beobachten auch die Verlustzahlen. Wir sind jetzt bei knapp 22 Mille. Schauen wir mal, wie viele wir danach beseitigt haben. Ja, 2 Millionen Mann haben wir beseitigt. Also 1,5 Millionen, 1,6 Millionen, um genau zu sein. Stabil, stabil, sehr gut. Das müssen wir jetzt halt noch ein paar Mal machen. Oh, jetzt sind sie aber sauer, jetzt greifen sie aber an hier. Hm? Schlecht geschlafen heute Nacht, ha? Und da sind die nächsten eingekesselt. Haben 2000 verloren, haben 45.000 erobert. Support Equipment 500, also auch hier generell mit allen im Plus. Sehr gut, perfekt, I love it. Auch hier Light Tanks Plus, sehr schön. Wir ziehen denen die Hose aus, das ist so geil. Und wir nehmen hier jeden kleinen Kessel mit. Jeder kleine Kessel wird gefeiert. Weitere 14 Divisionen treten die Heimreise an. Zurück ins Universum der Atome. So, jetzt haben wir mal ein bisschen größeren Kessel, leider nur kaum Divisionen drin. Und auch hier drüben haben wir es eigentlich gleich geschafft, sofern wir jetzt hier drüben noch kurz rüberkommen. Da sind die nächsten Truppen eingekesselt. Und zum ersten Mal heute wasten wir unsere komplette Ausrüstung und starten eine Großoffensive, weil die feindlichen Truppen halt kaum Organisation und Ausrüstung haben und wir halt, wie gesagt, einfach, ich meine, Level 7 Generäle mit Top-Skills, Top-Einheiten, mit teilweise Level 5 Erfahrung. Das sind brutale Boni, die wir bekommen. Plus durch die zusätzlichen Massenauslöschungen haben wir natürlich auch den Vorteil, dass die feindlichen Truppen stark rotieren müssen. Und das sorgt eben genau für das, was ihr jetzt seht. Nämlich einen erfolgreichen Push. Schaut euch die Truppen an, Alter. Die haben alle keinen Bock mehr. Keine Ausrüstung, keine Organisation. Hier stehen 20 Divisionen ohne irgendwas. Ist so cool. Wenn wir es mal schaffen würden, die hier nochmal einzukesseln, ist ja auch Premium. Hauptsache ganz Südamerika ist hier versammelt. Kamen gemeinsam und gingen gemeinsam. Ja, die schaffen es immer wieder nochmal einen Großteil ihrer Truppen rauszubewegen, aber trotz allem stehen hier auch nochmal wieder 50, 60 Divisionen. Und da wir hier überall an der Front immer wieder kleine, große Kessel haben, sollten wir auch bald, glaube ich, problemlos durchpushen können, wenn es so weitergeht. Meine Verluste sprechen für sich, 670.000 zu 27 Millionen. Die sind so blöd, Alter. Ah, der gefällt mir. Das sind 70, 80 Divisions. Hier auch nochmal. Ja, und hier auch, Dicke, wir haben einfach drei fette Kessel, 1, 2, 3. Oh, geil, das ist einfach ein Großteil der feindlichen Truppen. Das, waren jede Menge Divisionen. Hier, 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 oh Gott, wir sind jetzt dann bei über 30 Millionen gleich, bei feindlichen Verlusten. Da waren einfach 80 Divisionen gestanden. Tschüss, Luxemburg.
Ich micromanage mir seit 10 Stunden den Arsch ab. Wenn ihr das Video nicht liked, dann hau ich euch auf den Arsch. Ich schwör bei Gott, Alter, die Mühe müsst ihr bitte, bitte wenigstens ein bisschen würdigen. Dafür, dass ich meine letzten Haare hier auch noch verliere. Nummer 2 ist aus dem Spiel raus und wir haben es geschafft hier. Ich glaube, das ist fast die gesamte feindliche Armee. Das sind um die 300 Divisionen, die da eingekesselt sind. Wenn die alle auslöschen können, dann war es das. Ist tatsächlich super easy. Dadurch, dass hier halt zu viele auf dem Haufen stehen, haben die keinerlei Ausrüstung, Versorgung. Wir können die alle beseitigen ohne Probleme. Belgien ist auch weg. Wir haben übrigens knapp 3 Millionen Mann hier oben entsorgt. Wenn wir mit denen fertig sind, sind es wirklich 3 Millionen Mann. Es ist unfassbar. Mit einem Schlag 3 Millionen weg. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man die Offensive gehen kann, weil der Feind keine Truppen mehr an der Front hat. Ich glaube, das zweite oder dritte Mal erst, dass wir so diese Großoffensive nutzen in 4 Jahren. Möchte ich mal bitte irgendwo positiv angemerkt haben. Tschüss Schweiz, tschüss Tschechoslowakei, tschüssi Österreich. Ja, jetzt geht's ganz fix, was ich gut finde. Verbringe schon 11 Stunden damit. Irgendwann langt's auch mal. Na, die Baguettes haben ja enorm schnell das Handtuch geschmissen. Das ging jetzt echt fast schon zu schnell für meinen Geschmack. Und da ist wieder ein riesen Batzen Armee eingekesselt in der Maginot-Linie. Ne, gar keinen Bock, mich darum zu kümmern gerade. Sollen sie mal selber machen. Ich habe meinen Job erledigt. Den Rest schafft ihr alleine, oder? Spoiler, nein, ich muss trotzdem wieder alles alleine machen. Tschüssi Polen. Tschüss Ungarn. Ah, Albanien, yay. Tschüss. Die Jugos sind auch weg. Und geben mir auch noch alle freundlicherweise immer voll viel Ausrüstung, auch mal ehrenhaft. Find's auch total kritisch, wie wir hier alle einen Flecken Land bewachen mit 30 Divisionen. Wo es nichts gibt, nicht mal nichts. Oh nein, Italien hat kapituliert. Wie dramatisch. Na, Rumänien ist auch weg. Oh, Griechenland ist auch weg. Oh, Spanien ist auch weg. Und genauso wie Estland. Ja gut. Die Statistik spricht für sich. Wir haben es geschafft, unsere Manpower von 1 Million auf 4 Millionen zu erhöhen. Wir haben volle Ausrüstung, dank unseren Feinden, die uns mit Ausrüstung versorgen. Wir haben es geschafft, 41 Millionen Alliierte zu beseitigen, was jetzt nicht so schwer war, da die halt einfach zu viel Truppen gesteckt hatten. Und ja, die Manpower ist in der Zwischenzeit ausgeglichen, wobei halt der Nachteil ist, dass die halt über den kompletten Erdball verteilt sind und halt auch noch ein Großteil ihrer Truppen zu Hause stehen haben. Deswegen fassen wir abschließend zusammen. Ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, ich fand die Mod fast etwas nerviger als Endsieg. Und das hat ein paar Gründe. Grund 1 ist, die Performance ist schrecklich. Es läuft halt nur mit 1.6. Und das ist purer Horror, weil die uralten Versionen einfach miserabel optimiert sind. Das ist jetzt dann doch schon etwas besser geworden. Ich finde den Schwierigkeitsgrad doch etwas höher, da man von Anfang an gegen eine relativ starke Übermacht kämpfen muss, ohne irgendwelche eigenen Möglichkeiten zu haben, wirtschaftlich oder manpower-technisch. Aber ich finde auch, dass man relativ gute Möglichkeiten hat, dieses Szenario zu gewinnen. Also das ist tatsächlich was für alle, die absolut keinen Bock auf ihr Leben haben, die keinen Spaß mögen und die es lieben, sich zu foltern. Und das ist, glaube ich, alles, was ich dazu sagen muss. Der Demont macht keinen Spaß, aber sie ist herausfordernd und unterhaltsam. Deswegen hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ihr wurdet unterhalten. Wir haben es geschafft, das Deutsche Reich vor dem Untergang zu retten. Es gibt keinen Downfall. Nein, es gibt ein Uprising. Man hätte jetzt natürlich noch weiterspielen können, aber ich denke mal, wir haben gesehen, dass es gewinnbar ist. Euch allen wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bereits in wenigen Tagen wieder. Ansonsten nicht vergessen, keine Krabben essen.